Wenn du ein Problem hast oder es dir mal emotional nicht gut geht, kannst du zwischen zwei Fragen wählen. Der Warum-Frage oder der Wie-Frage. Die Warum-Frage verschlechtert deine Situation. Sie will wissen, warum habe ich dieses Problem? Warum geht es mir schlecht? Und darauf kommen Antworten wie, ich habe kein Selbstbewusstsein. Ich bin zu dick. Ich bin zu dünn. Ich bin zu faul. Ich bin zu ängstlich. Ich hatte eine schlechte Kindheit. Ich bin schwer krank. Ich habe Stress mit meinen Kollegen. Meine Eltern sind übergriffig und so weiter und so fort. Deine Aufmerksamkeit wird also auf das Negative in deinem Leben gerichtet. Auf das, was gerade nicht rund läuft. Auf das, was in der Vergangenheit misslungen ist. Und dadurch entstehen nun mal Gefühle von Hilflosigkeit, Fremdbestimmung, oft auch schlechtes Gewissen, Minderwertigkeitskomplexe und wer weiß was noch alles für ungute Gefühle. Wenn du das tust, entsteht keine Veränderung, keine Weiterentwicklung. Im Gegenteil, es kommt zum Stillstand. Deswegen wird dieser Zustand auch als Stuck State bezeichnet. Ein festgefahrener Zustand, der dich blockiert und dich schlecht fühlen lässt. Also total unnötig. Die Wie-Frage macht genau das Gegenteil. Sie will wissen, wie du deine Situation ändern kannst. Also, wie komme ich aus dieser Situation wieder raus? Wie kann ich meine Situation verbessern? Wie kann ich mein Leid beenden? Diese Frage verhindert, dass sich dein Gedankenkarussell noch weiter dreht und du dich schlechter fühlst. Du richtest deinen Blick auf die Zukunft und suchst aktiv nach Lösungen. Und das ist ein kreativer Prozess, der motiviert, weil er wirklich zu Veränderungen führt. Er bringt dir Antworten, die dich nach vorne bringen. Klar, du darfst dann natürlich noch entsprechend handeln, aber wenn du das tust, wird sich deine Situation automatisch verbessern, was wiederum deine Selbstwirksamkeit bestätigt. Also die Überzeugung, dass du selbst etwas in deinem Leben bewirken kannst, dass du kein Opfer deiner äußeren Umstände bist, sondern selbstbestimmt auf dein Leben einwirken kannst. Vielleicht möchtest du das jetzt schon gleich mal ausprobieren, diese Kraft der Wie-Frage, indem du dir einen Bereich in deinem Leben aussuchst und einmal diese Wie-Frage darauf anwendest. Ich bin gespannt, was du da für eine Erfahrung machst. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, welche Antworten dir gekommen sind oder welches Aha-Erlebnis du durch diese Wie-Frage bekommen hast. Viel Spaß damit und wir sehen uns im nächsten Video.